Willkommen zurück, willkommen zu diesem neuen, sehr spontanen Video. Wir sollen uns einen kleinen Unfallschaden anschauen. Dabei haben wir gedacht, nehmen wir euch mit und wir gucken einfach mal gemeinsam, wo die Reise hingeht. Perfekt wird's nicht, besser denke ich schon. Bleibt dran, mehr nach dem Intro. Viel Spaß. Wir haben hier so einen kleinen, ja, ein kleines Malheur, so ein typisches Auto, wo man die Anrufe an einem Montag bekommt. Also ich denke, ihr versteht, was ich meine. Also wir haben so eine etwas spontanere Innenraumreinigung eigentlich. Und der Besitzer von dem Fahrzeug hat mich gefragt, ob man einfach mal über die Heckschürze hier hinten ein bisschen polieren könnte, dass man das Weiße nicht mehr sieht. Und genau das gucken wir uns an. Wir haben hier hinten haben wir nämlich so einen kleinen Heckschaden, der, und das muss ich auch gleich sagen, nicht perfekt wird. Wir werden also kein perfektes Ergebnis erzielen. Wir werden den Schaden nicht perfekt beseitigt bekommen. Es geht hier darum zu gucken, was kann man noch rausholen, nur mit Polieren, ohne Lackieren. Also diese weißen Striemen aus dem Lack zu entfernen. Und das gucken wir uns jetzt an. Wir werden uns jetzt mit einer Cut-Politur bewaffnen und mit einer Finish-Politur. Und dann werden wir gucken, wie gut bekommen wir das hin, ohne zu lackieren. Denn lackiert werden muss es leider, denn wir haben hier verschiedenste andere Defekte drin. Aber dazu gleich mehr. Los geht's. Gut, wir haben jetzt hier die tieferen Kratzer. Ich bin jetzt mal gespannt. Ich denke, das meiste müssten wir hier noch wegkriegen. Hier ist der Lack schon abgeplatzt. Das werden wir nicht mehr wegkriegen. Aber natürlich fallen diese weißen Stellen extrem ins Auge. Und ich denke, die meisten kriegen wir noch so gebrochen, dass wir das auf jeden Fall nicht mehr sehen. Wir gucken jetzt einfach mal, also hier oben natürlich ganz klar, hier muss es lackiert werden. Hier ist der Lack auch schon gerissen, das ist logisch, also hier und hier. Aber ich denke, wenn wir diese Schadstellen hier so einigermaßen wegretuschiert bekommen, fällt es zumindest nicht mehr so krass ins Auge und man kann insgesamt, denke ich, dann schon auf jeden Fall ein bisschen zufriedener sein. Ich habe mich jetzt hier für die PXE entschieden, Hybrid Wool Pad in klein und Surfaces Cut Polish. Ist eigentlich eine ganz geile Kombination, weil man das schon schön sauber bis ins Finish eigentlich gezogen kriegt, ohne dass man noch irgendwie krassen Haze oder Hologramm oder sowas halt hat. Gut, wir fangen mal an. Nehmen euch jetzt einfach mal hier mit. Wir schauen jetzt einfach mal, wie gut das Ganze wird und wo wir am Ende natürlich vom Ergebnis auch landen. Ja. Ich meine, ich bin wahrscheinlich schon zufrieden, wenn wir diesen Grauschleier einigermaßen wegkriegen. Kann wahrscheinlich auch sein, dass wir einfach zwei, dreimal drüber gehen müssen, aber sollte sich hier an der Kombination etwas ändern, bekommt ihr das natürlich von mir mitgeteilt. Gut, gehen wir mal mit einem blauen Surfaces Pad drüber. Ich habe jetzt hier die 3D One. Wir haben jetzt schon, also dieses Weiße konnten wir schon sehr gut entfernen, aber man hat jetzt gesehen, wir haben natürlich hier auch hier tiefere Kratzer, die werden nicht durch reines Polieren weggehen. Hier oben ist, wie gesagt, der Lack gerissen und hier auch. Also da müssen wir sowieso lackieren, aber es ging ja im Prinzip in erster Linie darum, dass man das nicht mehr so sieht. Also dass, wenn man am Auto vorbeiläuft, zumindest mal nicht mehr dieses Weiße sieht. Und ich denke, das könnte nichtsdestotrotz ganz gut werden.
Nicht perfekt, aber durchaus besser, denn wenn man so gute 1-2 Meter vom Auto entfernt steht, fällt es tatsächlich gar nicht mehr so auf. Denn wir konnten das Weiße, diese weiße Verziehung im Klarlack konnten wir gut beseitigen. Das sticht schon nicht mehr so raus, wir konnten die Kanten auch gut brechen, einfach, dass es nicht mehr so auffällt. Wie gesagt, lackiert werden muss es, steht außer Frage. Wir haben verschiedenste Defekte im Lack, also Prellungen, Risse und. Das bekommt man natürlich mit Polieren nicht weg. Es ging einfach wirklich nur darum zu sagen, wir machen es ein bisschen besser, ein bisschen schöner. Dass wenn man einfach, ich sage jetzt mal, einkaufen geht und 5 Meter am Auto vorbeiläuft, dass man nicht jedes Mal hinguckt und sich denkt, das schöne Blau und da das Weiß. Also es fällt, denke ich, einem Dritten, der es nicht weiß, auch nicht sofort auf. Eigentlich war das Fahrzeug, wie gesagt, nur für eine Innenraumreinigung hier, aber wir sollten da einfach auch mal so ein bisschen mitgucken und ja, ich denke, für ein bisschen Trinkgeld kann man das schon okay so belassen, sage ich jetzt mal, und man kann zufrieden sein. Ich hoffe, euch hat das spontane Video gefallen. Wie gesagt, nicht 100% defektfrei, war auch ein spontanes Video. Wir wollten euch einfach mal ein bisschen mitnehmen und gucken, wo geht die Reise hin. Es hätte auch besser werden können oder schlechter. Man weiß es nicht. So ist das manchmal im Leben. Euch allen daher noch einen wunderschönen Abend. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Video. Abonniert den Kanal. Lasst einen Daumen nach oben da. Bis denn. Ciao.